Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica. Wir hatten uns das letzte Mal beim Spiel getroffen, hatten ein bisschen Kupfererz geholt und unser neues Schwert geholt. Und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir die Klamotten für die Kleine hier finden, die sich genau hier drinnen befinden. Da gibt es auch einen ganz netten Bug im Spiel, nämlich dass die Kisten nicht angezeigt werden. Den Bug hatte ich am Anfang und ja, da waren die unsichtbar, ich konnte hier gegenlaufen, aber dort war nichts. Naja, rauben wir den Schmied mal ein bisschen aus. Naja, wir durften uns ja die Kleidung nehmen, also. Aber wir schauen uns noch weiter um, denn hier ist zum Beispiel noch ein Buch drin. Da liest sie fleißig. Und dann kriegen wir einen Eintritt in unser Tagebuch. Und da schauen wir einmal kurz rein. Dort dürfen wir nämlich auch schon einen Eintrag drin haben, nämlich mit den Händlern. Erstmal gesammelt Informationen. Hildia verkauft Nahrungsmittel und Waffen mit St. Pascal in den Bergen. Nicht gerade wichtig, aber vielleicht erst über die Bestien. Trägt man eine Waffe in der Hand, ist ein einzelner Wühler keine große Gefahr und ihr Fell kann gewinnbringend verkauft werden. Man sollte jedoch darauf achten, dass sich kein Wühler in den Rücken schleicht und seinen gefährlichen Biss setzen kann. Gut, das wäre das und jetzt gehen wir mal hier runter und gucken, was der schöne Schmied weiterhin noch so da hat. Und zerstören gleich die Vase. So. Es waren nur 6 Dukaten, die da drin waren, aber das ist besser als nichts. Gehen wir mal weiter. Brot erhalten, das haben wir jetzt zwar nicht so viel Brot aus. Da haben wir auch nochmal Brot bekommen. Halt so Sachen. Mal gucken. Das Brot hier, ne? Perfekt. Es wird direkt aktualisiert, gut. Gut. Heute bei der Folge sollen wir mal ein bisschen Action reinbringen. Und nebenbei hole ich mal von hinten hier mein Handy. Für 14:17 Uhr gerade. Und ich weiß ungefähr, wie lange ich aufnehme. Jetzt 14:15 Uhr sollte ich angefangen haben. Und das ist auch gut so. Da hinten, da ist nichts drin, soviel ich weiß. Und da gehen wir dann mal hier hin. Hey Scarlett, komm mal her. Jojo, komm doch mal, ne? Ah, Scarlett, du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht. Wieso bist du so überrascht? Naja, ich habe dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst. Es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder. Außer dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als ein Brett voller Holzbürger. Letzte Nacht habe ich die Schwachstelle dieser doch teilweise recht unbeholfenen Attentäter entdeckt. Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sie besiegt. Und falls du schon erfahren genug sein solltest, kann ich dir weitere Kampffertigkeiten beibringen. In Ordnung, da Kampffertigkeiten, wieso nicht? Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Und da ist unser erstes Problem, da wir noch kein Level-Up hatten oder sonstiges, haben wir hier noch keine Fertigkeitspunkte für, die wir verteilen können. Hier zum Beispiel der Kampfwaffen Macht des Schwertes, füge einen weiteren Sonderschlag an deine Kette von Attacken mit dem Schwert aus. Nächstes ermöglicht es das Ausnehmen von erlegten Tieren. Ich denke mal, das ist ganz nützlich, so für den Anfang, zumindest für Geld. Aber ah, Scarlett! Willst du noch etwas üben? Jetzt üben wir mal mit dem ein bisschen. Wo ist das Üben hin? Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel. Man kann eigentlich mit dem kämpfen. Ah, Scarlett! Willst du noch etwas üben? Später vielleicht. Ah, Scarlett! Willst du noch etwas üben? Sag ich doch, hier! Kämpfen trainieren, wo war das eben? Zeig mir, wie man die Assassinen besiegt. Oh Gott, oh Gott. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin. Dafür aber viel hübscher. Deren besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Der Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit? Okay, 5-mal treffen sollte kein Problem sein. Ja schon. Trau dich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab schon 5-mal getroffen. Jetzt triff's doch endlich. Ich hab dich schon viel mehr
als 5-mal getroffen. Okay. Ja, das ist jetzt ziemlich einfach eigentlich. Los, komm, guter Angriff. Und jetzt haben wir ihn. Total idiotisch, aber. Das lief gut. Jetzt, wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn du erfahren genug bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Gut. Aber was wir jetzt als allererstes nochmal tun, nachdem wir das Schwert verkauft haben, was wir eben bekommen haben, weil das Schwert, was wir jetzt haben, ist schon besser, ist nicht durch das Haus gehen, sondern hier oben lang gehen. Ja, genau, die Klamotten holen. Die dann hier unsere liebe Dame trägt. Gut, mal sehen, wie viel wir für das Schwert bekommen, was wir eben bekommen haben. Pass auf dich auf. Ich will nicht mit dir reden. Danke. Da. Hallo. Hallo. Ich möchte handeln. Nämlich hier. Können wir die verkaufen? Nö. Aber ich kann hier das verkaufen. Schließen wir mal. So. Jetzt auf zum Schmied, der uns unsere Kleidung hier anpassen wollte. Hey, wie kann ich dir helfen? Nein. Ich habe diese Kleidung gefunden. Uiui. Meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. Mal sehen, was ich da tun kann. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Der Typ ist schon cool. Und ja, das Outfit ist ja, sag sehen. Nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus. Passt wie angegossen. Finde ich also auch. Also früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht. Anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt, dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine alten Künste auspacken. Na dann, viel Glück. Oder warte, vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hatte eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Natürlich machen wir das. Ich werde die Zange holen. Scarlett! Scarlett! Bei allen Geistern, da bist du ja. Es ist schrecklich. Hör zu, dein... Beruhige dich. Was ist denn passiert? Es geht um deinen Halbbruder, Leon. Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Du musst ihn finden. Wo ist Leon? Öffne ein Tagebuch, um ihn zu finden. Ach so. Man kann ihn dann finden. Lehrer, körperliche Fähigkeiten? Aha. Okay. Ich glaube, er meint nicht das Tagebuch, sondern die Aufträge. Und da ist ein Freund in Not, ne? Auf Karte zeigen kann ich das tun. Ah. Ich sehe es trotzdem nicht. Egal. Jetzt können wir nämlich aber hier raus. Für dich, Geis. Oh Gott. Und da ist Kupfererz. Wunderbar. Können wir immer gebrauchen. Bevor wir da hochgehen, gehen wir hier hin. Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was? Du hast mich schon verstanden. Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Sie sind wegen dir gekommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. So. Wir sind tot, das Let's Play ist zu Ende. Tut mir leid. Oder? Was bist du? Ein Dämon? Bitte, vergib uns. Wir wussten nicht. So, das ist unsere nette Fähigkeit hier und natürlich sollen sie für ihren Verrat bezahlen. Du wirst für deinen Verrat zahlen. Jetzt! Bam, bam.
Komm, trau dich. Boom. So. Das hat Erfahrung gebracht und die haben bestimmt Geld dabei. Und hier. Da. Und wir gehen nicht da unten lang, sondern hier unten. Kann ich mit F5 Quickschleifen? Ah. Nein, nicht dorthin gehen. Sie sind zu stark. Hat er Geld dabei? Ja, hat er. Gut. Ja, wir spielen hier auf böse. Bleib nur stehen. Jetzt. Oh, da kommt einer von hinten. Er weg da. Oh Gott, gleich 4 Stück auf einmal. Das ist ja nicht Action pur. Der eine ist aber schon tot und jetzt nach hinten. An die Seite ausweichen. So. Nach hinten. Nach vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der nächste ist gleich tot. Mist, ich muss da weg. Jetzt hab ich sie. Gleich. Nein, weg da. Roll nicht nach vorne. Oh Gott. Jetzt hab ich ihn. So. Habt ihr mitbekommen, was sie da hinten reden? Ich nicht. Das waren aber... Das waren doch... Da ist noch einer, gut. Oder? Das waren doch... Egal. Gucken, wie viel das jetzt bringt, wenn ich jetzt hier 1 drücke. Okay, okay. Wenn ich die 2 drücke. Und das ist instant hier, gut. Und das Kupfererz. Und... Na komm. Weil nämlich an der Stelle bist du, der habe ich gespielt und dann bin ich gestorben. Weil ich zu doof war. Was zum Teufel? Geh und hol sie. Geh und hol sie. Jetzt den einen haben wir gleich. Ihr müsst mich auch da rauslassen, Leute. Jetzt ist nur noch der Meister da. Oh, der kann sich auch rollen. Oh mein Gott, das ist ein Meister. Merkt man gleich daran, dass er sich rollen kann. Komm schon. Greif mich an. Greif mich an. Was? Greif mich an. Super. Jetzt kann ich ihn einfach nur so zermetzeln. Du hast eine neue Stufe erreicht. Du hast Attributpunkte und Fähigkeitspunkte. Öffne das Inventar. Yeah. Neue Stufe. Aber was mich interessiert, was hat er dabei? Oh, der hat... Oh, der hat eine neue Rüstung für uns. Er hat eine neue Rüstung für uns. Gleich zum Schmied. Gleich zum Schmied. Dann gibt es hier eine Truhe vielleicht? Ist hier was drinne? Nein. Ist hier was drinne? Für was mitnehmen? Was haben die hier gemacht? Ist hier was drinne? Auch nicht. In Ordnung, aber das wär's hier. Auf zurück zum Schmied für neue Klamotten. Wehe, das kostet Geld. Ah, wir sind jetzt Level 2. Ach so, ja, Level 2. Was bringt Konstitution? Was bringt Weisheit? Was bringt mentales... Gott, was bringt was? Warte. Das bringt Gesundheit. Und noch was? In Ordnung. Das bringt... MP? Stärke bringt Stärke, nehme ich an. Und mentale Stärke? Aber wahrscheinlich Magieangriff und so. Zuallererst will ich Stärke. Ich bin so ein Stärketyp. Und ein bisschen Leben. Was das angeht. Und dann brauchen wir hier unsere... Nein. Wir haben 20 Fertigkeitspunkte. Gut. In Ordnung, gut zu wissen. Gehen wir also erstmal hier hoch. Oh mein Gott, war das gerade eben spannend. Ich sollte mehr auf die Uhr achten am Anfang der Aufnahme, ganz ehrlich. Okay, Erfahrung, stand was geil. Ne? Hallo. Hey, wie kann ich dir helfen? Rüstung. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Lederrüstung. Diese Lederrüstung. Dafür musst du wohl noch etwas sparen. Arschloch. Auf Wiedersehen.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Alle verlangen so Geld von mir. Hallo. Hallo. Ich möchte handeln. Gut. Lederrüstung, die behalten wir. Die Derwisch-Gemilare. Hier sind 5 Stück. Ich nur 50 für. Alter. Alter. Stopp, stopp, stopp mal hier. Sag mal hallo. Das macht 3 mehr als unser momentanes. Sag das einer doch. Sag mal her. Das Teil. Ja. Das sieht schon fein aus. Hallo. Ich möchte handeln. Gut. Imperialer Gladius, goodbye. Wir haben jetzt 214. Gut. Gehen wir runter und lassen uns unsere Sachen hier beibringen, damit wir Tiere ausnehmen können und einen weiteren Schlag einsetzen können. Können wir nicht einfach runterspringen? Schade. Ich hätte jetzt auch gelacht, wenn ich jetzt wirklich da runtergesprungen wäre, gestorben wäre. Aber jetzt erstmal hier unsere Körperfertigkeitenpunkte da ausnutzen. Ah, Scarlet! Willst du noch etwas üben? Körperfertigkeiten. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ja. Gut. Alle Stufen gemeistert. Tierwissen. Gut. Gut. Mal kurz gucken. Kann ich mir... Ah, Scarlet! Willst du noch etwas üben? Ah, nee. Gehen wir mal später über. Vielleicht. 1, 2. Das schlägt doch jetzt weniger zu. Oder? Kurz mal auf die Uhr gucken nebenbei. Ohne dass ihr es merkt. 14:33, das dürften gleich 20 Minuten Aufnahme sein, oder? Weil jetzt gehen wir mal kurz hier unten lang. Das ist gerade zu spannend für mich. Das Kupfererz. Ach so, ja. Spiel gespeichert. Oh, das Kupfererz. Wann geht's denn da? Einfach mal gucken, wo sind wir. Na, warte, nee. Bevor wir runtergehen, gehen wir da lang. Oh Gott, hier gibt's so viel zu entdecken. Oh Gott, das ist. Da ist ein Assassin. Die hätte ich beinahe übersehen. So, bis. Jetzt bist du dran. So, erstmal looten. Und Salbe und so. Aber da war doch noch einer. Den hatte ich doch gesehen. Ach, da hinten. Ich hab den. Ersten Schlag. Trau dich. Trau dich. Jetzt trau dich doch. Hallo, Kuckuck. Alter. Kannst du dich auf nichts trauen, Waschlappen. War da nicht irgendwo ein Eingang irgendwo hin? Sieht da so aus, aber nee, ist nicht. Okay. Nochmal. Ach, das war der Assassin. Gut. Hier noch weitere 2. Na ihr, ich bin Level 2. Ihr habt nichts gegen mich auszurichten. Okay, okay, okay. Ich weiß, ich weiß, hab den kleinen Vorteil. Oh, der kann sich auch rollen. Unglaublich. Jetzt hab ich dich, aber... Okay, danke. Und danke. So Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute. Mal kurz gucken, ob es wirklich gespeichert hat. Spiel speichern. Und es hat gespeichert. Wo? Die Berge Quick 1. Okay. Zurück. Gut, also ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal auch wieder rein. Also, ja, auf Wiedersehen. Bye bye und tschö.